So, meine Freunde, also anhand meiner Serien Ich Thingiverse mir was ist öfter mal die Frage aufgekommen, wie sind meine Einstellungen bei dem Programm Kura? Ihr wolltet meine Einstellungen von Kura haben für den Anette 8, ihr bekommt sie, aber eins sei vorweg gesagt, und zwar das Druckergebnis, welches ich habe, liegt nicht allein an dem Slicer Kura oder meinen Einstellungen. Es spielen viele Faktoren dazu, zum Beispiel die Einstellungen vom Drucker, wie der Drucker justiert ist, wie das Heizbett justiert ist, wie die Nozzle justiert ist, wie die Kühlung ist, etc. Das ist alles ein ausschlaggebender Punkt, um gute Druckergebnisse zu erzielen. Es gibt viele Leute auf YouTube, die sind da viel professioneller als ich. Es bin mit einem 3D-Drucker. Aber ihr habt explizit danach gefragt, wie sind meine Einstellungen bei Kura? Wie kriegst du so Druckergebnisse hin mit einem Seriendrucker? Ich will wohlgemerkt sagen, mein Anet A8 ist nicht verbastelt. Der ist komplett Serie. Wobei ich mir auch schon ein, zwei Kits gedruckt habe, um ihn ein bisschen zu verbessern anhand Tuning-Teilen für den Drucker. Die habe ich mir schon gedruckt. Ich habe nur noch keine Zeit gefunden, um das Ganze hier zu installieren. Noch so wie er jetzt hier steht, ich kann es euch zeigen. Mein Drucker ist noch komplett Serie. Da ist nichts verbastelt, außer hier oben. Hier ist ein Filamenthalter. Mehr ist nicht. Mehr ist hier nicht verbastelt. Ich habe hier einen Kabelschlauch gelegt, einen Kabelnetzschlauch. Ich habe das Kabel ein bisschen feiner gemacht. Ansonsten, selbst mein Netzteil hier hinten, da ist noch nichts verbastelt. Keine Kühlung dran gebaut, etc. Kein Riemenspanner, kein nichts. Hier ist einfach noch alles Serie. Und ich muss dazu sagen, hier unten beim Aufbau von meinem Drucker, dieses Ding wurde falsch geliefert, das hier. Das musste ich sogar aufbohren, weil sonst hätte die Gewindestange hier nicht reingepasst. Selbst die ist ein bisschen Schrott, sage ich mal. Und trotzdem erhalte ich gute Ergebnisse beim Druck mit einem Serien-Anet A8. So, und da habt ihr mich mehrmals gefragt, wie sind deine Einstellungen bei Kura? Ihr habt mitbekommen, dass ich mit Kura drucke und das kostenlose Programm, den kostenlosen Slicer, Kura benutze. Ich benutze die Version 2.3.1. Vorab, meine Druckergebnisse, die ihr gerade am Anfang des Videos gesehen habt, sind nicht immer gleich. Es liegt auch am Filament. Ich habe zum Beispiel hier ein neues Filament, wo ich sagen muss, das Hellblau ist geil. Das Hellblau ist eine richtig geile Farbe. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Filament Fehler im Filament hat ab und zu. Ich glaube, da sind irgendwo ein paar Bläschen oder Luftbläschen drin im Filament, die manchmal zu nicht 100% geilen Druckergebnissen führen. Die Druckergebnisse, wenn man das jetzt hier sieht, sind trotzdem geil, ja. Aber wie hier zum Beispiel hier vorne, da entstehen dann manchmal so Unfeinheiten, was den Braten nicht fett macht. Wirklich, die Druckergebnisse sind trotzdem super hochwertig und trotzdem geil. Meine Top-Drucke hier zum Beispiel, seht ihr, wie glatt das hier ist? Es sieht einfach mega geil aus. Und hier oben alles top, alles einwandfrei, da sind keine Unebenheiten etc. Schön rund geworden. Und um gegebenenfalls, hier habe ich mal eins zurückgelassen, hier sind ein bisschen Outline-Rückstände, seht ihr das? Und um die glatt zu kriegen, damit das alles schön sauber ist, habe ich hier eine kleine Druckbox, also was heißt Druckbox, eine kleine Box für mich, was ich alles benutze, um meine Druckergebnisse doch noch ein bisschen zu tunen, ohne irgendwelche Einstellungen am Kura oder am Drucker. Das zeige ich euch auch noch ganz kurz, weil das ist für mich auch ein relativ großer Faktor, um geile Ergebnisse zu erzielen. Ich habe zum einen habe ich hier diese mitgelieferte Standard-Zange, ich sag mal Zange, weil ein Seitenschneider ist es nicht wirklich. Diese Zange, dieser Seitenschneider hier, der wurde mitgeliefert, den benutze ich ab und an, um wirklich ganz krasse, grobe Unreinheiten, wenn mal was passieren sollte, abzuknipsen. Dann habe ich hier ein Skalpell. Mit dem Skalpell schneide ich immer hier an den Enden entlang und schneide immer noch hier schön meine Outlines ab und mache das hier alles schön weg, bearbeite das mit dem Skalpell meist, immer eigentlich, wenn Outline-Rückstände vorhanden sind. Und um richtig pornoröse Druckergebnisse zu erzielen, um schöne glatte Rundungen zu haben, habe ich hier ein kleines Feinen-Set. Dieses Feinen-Set ist das günstigste auf Amazon. Ich verlinke euch alles unten in der Beschreibung. Ihr könnt es kaufen, wenn ihr wollt. Ihr könnt es lassen. Ich zeige euch, was ich gekauft habe. Ich habe keine teuren Feinen gekauft, sondern ich habe einfach nur das günstigste Feinen-Set gekauft. Und mit diesem Feinen-Set, da sind verschiedene Feilen drin. Ja? Für Ecken, für Rundungen, für gerade Flächen, für alles sind hier Feilen drin. Und diese Feilen, die sind einfach mega gut, weil ich nehme jetzt hier eine Feile raus, dann habe ich hier ein bisschen was mit dem Skalpell abgeschnitten. Und um das noch schön glatt zu machen, benutze ich bei Druckergebnissen, die ich benötige, so fürs Auto, die was aussehen sollen, ja. So Raketen nicht in Luft schießen, das ist scheißegal. Aber bei Sachen im Auto zum Beispiel oder für einen Schreibtisch, da benutze ich so eine Feile doch gerne mal, um wirklich ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Und um gegebenenfalls irgendwelche Führungen, wenn zum Beispiel jetzt hier bei dem SD-Kartenhalter diese Führungen jetzt nicht gepasst hätten, ich hatte mal einen Druck, da haben die nicht gepasst,
Da habe ich das mit Pfeilen ein bisschen bearbeitet, dass ich das Ganze nicht nochmal drucken musste, weil ansonsten wäre das Filamentverschwendung. Aber auch hier, mein altes Filament, schaut, was für Druckergebnisse das Ding gemacht hat. Dieses Filament ist einfach nur geil gewesen. Leider war es ausverkauft, deswegen habe ich das Hellblau gekauft. Und ich wollte mit dem Hellblau auch noch ein bisschen was anderes machen, weil dieses Hellblau einfach mehr Ähnlichkeit hat mit dem Logo von mir. Und ja, ihr wisst Bescheid. So, das ist meine kleine 3D-Bearbeitungsbox. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Einstellungen. Und ihr könnt, während ich hier es gleich erkläre, welche Einstellungen ich getroffen habe, bei euch Cura aufrufen und gleich mit einstellen, sodass ihr die gleichen Druckeinstellungen habt wie ich, wenn ihr das möchtet. Wie gesagt, da gibt es 1000 verschiedene Varianten. Ihr wolltet meine, ihr bekommt meine. Das ist meine Cura-Oberfläche. Diese Cura-Oberfläche, das sind alles meine Einstellungen hier. Ja? Also hier findet ihr meine Einstellungen. Ich gehe gleich nochmal alles durch. Vorab allerdings, wer ein Arnetta 8 hat, neu hat und ihn einrichten möchte und alles erstmal einstellen möchte, dass Cura überhaupt erkennt, okay, da ist eine Druckplatte vorhanden, die so und so groß ist und Startcode und Endcode, der muss natürlich auch erstmal den Drucker einrichten. Das geht folgendermaßen. Ihr geht hier oben auf Einstellungen, dann geht ihr auf Drucker. Ich habe jetzt schon Arnetta 8 hier hinzugefügt. Ihr geht auf Drucker hinzufügen, wenn ihr noch keinen eingerichtet habt. Drucker hinzufügen. Dann geht ihr auf Custom, Custom FDM Printer hinzufügen. Dann hier unten auf rechts Drucker hinzufügen. Wenn ihr das gedrückt habt, kommt dieses Fenster. Dieses Fenster müsst ihr erstmal einstellen. Die Druckplatte vom Arnetta 8 ist 220. Die Drucktiefe ist auch 220, also 22 breit, 22 tief, Zentimeter oder 220 mm. Und die Höhe ist 200, also 20 cm hoch. Heizbares Bett. Und dann habt ihr hier unten G-Codes. Die G-Codes, die Startcodes und die Endcodes. Da habe ich mir auch mal irgendwann, wo ich meinen Drucker gekauft habe, im Internet die Startcodes und G-Codes rein oder raus kopiert. Da habe ich auch, glaube ich, ein YouTube-Video zu gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte ich die gespeichert in der Textdatei und das sind folgende. Einfach das Ganze für meine Startcodes, Copy-Paste, hier rein kopieren. Und für meine Endcodes habe ich das hier, Copy-Paste und einfach hier in die Endcodes rein kopieren. Somit habe ich jetzt hier meine Startcodes und meine G-Codes zum Beenden. Und was auch gemacht werden muss, um die Druckergebnisse nicht zu versauen, die ganzen Zahlen hier oben rausnehmen. So ist es bei mir. Ihr wollt meine Einstellungen, so ist es bei mir. Druckhöhe, das hier auch mal rausnehmen. Düsengröße bleibt allerdings. Die ist 0,4, wenn ihr die Standardnozzle habt, dann ist die Düsengröße hier 0,4. Dann gehen wir hier einfach auf Beenden. Und dann haben wir diesen Drucker. Einstellungen, Drucker, Custom FD Printer, Hashtag 2 hinzugefügt. Jetzt können wir hier Drucker verwalten. Jetzt können wir hier den Custom Printer umbenennen. Und wir können den hier mal Arnet A8 YouTube benennen. Für euch jetzt. So. Schließen. Und dann habe ich hier oben rechts, seht ihr, mein Arnet A8 YouTube Printer. Jetzt habt ihr hier die ganzen Einstellungen von den Standardeinstellungen, so wie es ist. Und das Ganze kann variieren. Jetzt gehen wir zurück zu meinen Einstellungen unter meinem Arnet A8. So, das ist meine Arnet A8, das sind meine Einstellungen für meinen 3D-Drucker, so wie ich sie habe. Es gibt 1000 Varianten, möchte ich nochmal sagen, nicht, dass es später in den Kommentaren heißt, das und das und das ist falsch. Das ist meine Variante, so drucke ich, ihr wollt es wissen, hier ist es. Und wir gehen das Ganze jetzt mal Schritt für Schritt durch. Bei der Schichtdicke habe ich hier 0,2 mm eingestellt. Ich drucke meist mit 0,2, manchmal auch mit 0,1, je nachdem, was ich drucke, ob es jetzt für mich ist oder ob ich das Ding in die Luft schieße, ob ich es kaputt mache, immer je nachdem, für was ich es gerade brauche. Wenn ich es privat drucke, was länger halten soll, dann mache ich meist 0,2, wenn ich irgendwas in die Luft jage, 0,1. Je nachdem, ihr könnt ja auch mit dem Mauscursor, könnt ihr auch draufhalten und ihr seht schon hier links an der Seite, bekommt ihr erklärt, was die Schichtdicke ist, aber Schichtdicke ist eigentlich auch selbsterklärend. Dann habe ich hier bei der Wanddicke, habe ich hier 0,8 mm und Anzahl der Wandlinien 2. Bedeutet, der Drucker geht immer schön zweimal rum, damit eine schöne, ordentliche Wand dort entsteht. Und ja, so meine Einstellung. Obere und untere Dicke habe ich hier 0,8 mm. Dann variiere ich auch unter der Fülldichte. Drucke ich zum Beispiel meine Schlüsselanhänger oder dünne Sachen, habe ich eine relativ hohe Fülldichte von 50-70%, weil Schlüsselanhänger, die ich drucke, die sind relativ dünn, aber wenn es zwei oder drei Linien sind oder vier Linien,
dann habe ich eine Fülldichte, die relativ hoch ist, damit der Schlüsselanhänger schön robust ist. Allerdings bei anderen Gegenständen, wie zum Beispiel dieser Filamenthalterung, da habe ich auch eine sehr große Fülldichte genommen. Ich kann es euch auch mal ganz kurz demonstrieren, wie das dann aussieht. Je höher die Fülldichte, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, je höher die Fülldichte hier, ihr seht diese Bienenwaben, die hier drin sind, je höher die Fülldichte, je mehr Fülldichte ihr habt, desto mehr von diesen Bienenwaben seht ihr hier. Die Bienenwaben sind die Fülldichte praktisch, ja. Und je geringer die Fülldichte, nehmen wir jetzt mal das hier, seht ihr, vom Katapult. Ihr habt hier die Bienenwaben, die Bienenwaben hier, die sind hier relativ weit auseinandergezogen und größer als die, die ich euch gerade gezeigt habe. So, hier klein und dünn, ihr seht's, kleine Bienenwaben, große Fülldichte, breite, relativ offene Bienenwaben, geringe Fülldichte. Und das hier, da leuchtet nichts mehr durch. Das ist der Haken von der Kopfstütze für mein Auto. Da ist eine Fülldichte von fast 90% drin. Also das ist wirklich massiv hier, das Ding hier. Das kannst du auch, da kannst du biegen und brechen, was du willst. Das funktioniert nicht, weil das Ding soll ja auch einiges aushalten. Ich meine, wenn ich da meinen Rucksack dranhänge oder sonstiges, das Ding braucht eine hohe Fülldichte, um ordentlich Masse zu tragen. Das Katapult hier, das braucht eine geringe Fülldichte, weil damit will ich ja was wegschießen, wisst ihr? Das muss ja relativ elastisch sein. Wenn ich bei dem Katapult hier eine Fülldichte von 100% mache und habe dann hier so ein starres Ding, ja, dann kann ich hier nicht mehr wegkatapultieren. Aber bei einer geringen Fülldichte auch, bricht leicht, okay? Also, das sind so die Eigenschaften der Fülldichte, welche ich benutze und wo es bei mir auch relativ krass variiert. Je nachdem, was ich drucke, soll es was Schweres sein, soll es was aushalten können, eine hohe Fülldichte, soll es was Leichtes, Elastisches sein zum Katapultieren, muss eine geringe Fülldichte her, weil ansonsten ist es nicht flexibel. Und wenn ich irgendwas in die Luft jage oder so kaputt geht, dann auch eine geringe Fülldichte, damit weniger Filament verballert wird. Das zu der Fülldichte. Ich hoffe, das war jetzt ausführlich erklärt. Ich glaube, das war ausführlicher als alles andere. Dann die Drucktemperatur habe ich hier bei der Nozzle 200 Grad, weil mein Filament ist eine vorgegebene Temperatur zwischen 190 und 210 oder so. Keine Ahnung, bei PLA ist auch von Filament zu Filament meist unterschiedlich, aber ich drucke immer bei 200 Grad und 200 Grad zu einer Drucktemperaturplatte von 60 Grad oder 50 Grad. Das variiert auch immer so ein bisschen. Kommt darauf an, was ich drucke. Das ist aber immer eigene Erfahrung. Dann habe ich hier eine Filamentdicke. Also eine Filamentbreite von 1,75, das ist das, was in die Nozzle geht und was gedruckt werden kann. Ein Fluss von 100% druckt ihr mehr, gibt ihr mehr Prozent ein als 100%, kommt mehr Material raus. Das Material kann sich wölben, die Druckergebnisse können scheiße aussehen. Gibt ihr weniger ein, kannst du wenig Material rauskommen, kann irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes aussehen, aber es kann auch gut sein. Das müsst ihr selbst herausfinden, aber ich habe hier auch immer bei 100%. Einzug aktivieren. Einzug aktivieren bedeutet, dass der Extruder drückt das Filament ja raus mit so einem Zahnrad. Und wenn er von Produkt A zu Produkt B fährt mit seiner Nozzle, dass während dieser Fahrt dorthin kein Filament ausgegeben wird, sodass keine Fäden entstehen. Ihr kennt diese Druckbilder, die meist scheiße sind, wenn die von A nach B fahren. Da sind so ganz viele kleine dünne Fäden zwischen A und B. Und das ist das, wenn der Extruder kein Filament mehr zurückzieht, also einzieht, um diese Fahrt keinen Ausfluss zu geben, wisst ihr? Also Einzug immer aktivieren, ansonsten habt ihr diese Fäden zwischen A und B. Einzugsgeschwindigkeit habe ich hier bei 25 mm die Sekunde. Mindestbewegung für Einzug ist 0,8 mm. Eine Druckgeschwindigkeit von 75 mm und eine Bewegungsgeschwindigkeit von 150 mm die Sekunde. Bedeutet, je langsamer die Druckgeschwindigkeit ist, desto länger dauert der Druck, aber desto feiner wird er auch. Bedeutet, wenn ihr die Geschwindigkeit noch ein bisschen variiert und ein bisschen testet, könnt ihr noch geilere Druckergebnisse erzielen. Allerdings druckt er dann auch langsamer. Das nur so viel dazu. Je schneller er druckt, desto husch husch, desto mehr husch husch macht der Drucker und desto mehr husch husch wird auch der Druck. Die Kühlung für den Druck aktivieren, immer. Also ich habe den Kühler für das Filament. Habe ich immer laufen. Der ist auch noch Serie. Da gibt es ja auch noch 1000 verschiedene andere Variationen. Das hier ist das, was mitgeliefert worden ist. Das ist das Seriending. Das habe ich immer noch. Ja, ich drucke immer noch mit dem Serienkühler, Lüftungsausgabe, Fuß, sage ich jetzt mal. Und ja, ich fahre mit dem Gerät, seitdem ich den Drucker habe, eine relativ gute Schiene. Und never change your running system, sage ich immer. Von daher habe ich da auch jetzt nichts geändert. Stützstrukturen aktivieren. Stützstrukturen aktiviert ihr dann,
wenn ihr etwas in die Höhe baut. Bedeutet, wenn ein Druck gestützt werden soll. Ich habe hier einen Fehldruck, den ich euch gerne zeigen würde. Und zwar ist es hier eine GoPro-Halterung für eine Nerf Gun. Das Ganze war so auf dem Druck, auf der Druckplatte platziert. Bedeutet, also das ist die Druckplatte. Das Ganze war hier so auf der Druckplatte platziert und ich habe keine Struktur aktiviert. Bedeutet, hier oben, wo dieses Loch ist, also über diesem Loch hier oben, dieses Dach hier, wurde einfach so die ganze Zeit hin und her gedruckt, ja? Und dann ist Folgendes passiert, ich habe es jetzt schon verbessert. Hier innen drinne hat sich das Filament einfach, ist nach unten gefallen, weil es von unten keine Stütze gab, wisst ihr? Also hier innen drinne wurde das Filament nicht gestützt, von daher ist der Drucker die ganze Zeit von hier nach da gefahren, zack, 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 zack. Und das Filament in den ersten zwei, drei Schichten ist immer runtergefallen, weil es einfach keine Stützstruktur hatte. Und diese Stützstruktur, die wird einfach mitgedruckt, sodass der Drucker am Ende des Tages, wenn er hier oben bei dieser nächsten Schicht, bei dieser ersten Dachschicht angelangt ist, auf der Stützstruktur drucken kann, sodass das hier ein gerades Ergebnis wird. Wisst ihr? Und ja, das macht man bei Drucken, die einen Hohlraum haben, wo dann oben weiter gedruckt werden soll. Wie zum Beispiel hier, wenn das Ding so hier auf dem Drucker steht. Druckplattenhaftung ist hier bei mir Prim angegeben. Das habe ich auch, glaube ich, so gelassen, habe ich nichts verändert. Und Breite des Prim-Elements 8 mm. Und Druckreihenfolge, ja, alle gleichzeitig. Weil dort, wenn ihr das hier und das hier und das hier, ja, auf dem Druckbett liegen habt, druckt er nicht erst eins fertig, sondern er druckt alle Schichten gleichzeitig. So, das hat zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, das hat 10 Schichten, das hat 15 Schichten und das hat 20 Schichten, ja. Dann druckt er bis zu 10 Schichten alle gleich, dann ist ja das hier fertig. Dann druckt er weiter bis zu 15 Schichten, dann ist das hier fertig. Und dann druckt er bis zur 20. Schicht noch das hier fertig und dann ist alles zusammen fertig auf einem Schlag. Der druckt nicht nacheinander, sondern der druckt alle gleichzeitig. Das ist eigentlich auch selbsterklärend. So. Das sind so die Druckeinstellungen, die ich habe für mein Aneta 8. Das sind meine Ausgangspunkte, meine Ausgangswerte. Wie gesagt, an der Geschwindigkeit kann man spielen. An dem Material spiele ich jetzt nicht mehr dran rum. Die Fülldichte ist bei mir ein variabler Faktor und die Schichtdicke ist bei mir der meist variable Faktor. Also diese zwei Sachen sind bei mir die variablen Faktoren. Und die Druckergebnisse habt ihr gesehen, die sind relativ geil, die sind richtig gut meines Erachtens. Die Schichtdicke habe ich euch erklärt. Und ja, nochmal, um alles zu sagen, ich bin in der Materie kein Pro und kein Übercrack, also kein Genie in der Materie. Ich druck den, ich informiere mich selbst auf YouTube, ich informiere mich selbst im Internet. Ich habe einen Kumpel, der mir ab und zu aushilft und mir Sachen erklärt. Und ja, das hier sind meine Druckeinstellungen. Die wolltet ihr haben, die habt ihr bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. Ich hoffe, ihr könnt damit jetzt was anfangen. Und ich hoffe, ihr könnt die jetzt auch so umsetzen, wie ich sie habe. Und ihr habt genau die gleichen Druckergebnisse wie ich am Ende. Und ausschlaggebende Faktoren, habe ich euch gesagt, ist nicht nur der Slicer, sondern auch Druckeinstellungen am Drucker selbst. Filament, sehr, sehr wichtig meines Erachtens nach, wenn ich jetzt hier die zwei Filamente vergleiche. Und wie ist der Drucker justiert? Wie ist das Heizbett justiert? Wie habt ihr den Riemen gespannt und etc. pp. Also das sind so die Hauptfaktoren, um Druckergebnisse von vornherein schon gut zu haben. Und die Nachfeinjustierung, also das Tuning der Druckergebnisse, da habe ich mein Skalpell, meine Feilen und meinen Seitenschneider, diese Zange, die da mitgeliefert worden ist. Ansonsten sind das meine Cura-Einstellungen für das kostenlose Programm Cura. Ich kann es euch auch gerne mal unten in der Beschreibung verlinken, dass ihr es auch direkt downloaden könnt. Und ja, die G-Codes kommen rein, die Start- und Endcodes packe ich euch rein. Die habe ich aber auch selbst aus dem Internet rausgezogen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt einen Kommentar. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Und ja, schönes Wochenende noch, Freunde. Also, wir sehen uns. Bis dahin. Peace.